Moin Moin und willkommen zurück zur Pallwelt. Schön, ich will nur kurz gucken, ob unser Ei hier fertig ist. Jojo, jojo, ja, guck mal, dann können wir mir gleich das, was wir noch einstecken haben, reinstecken. Und den können wir gleich weitermachen. Nein, auch noch nicht, ne? Nö. Zinnamos, das ist dieser Schmetterling, okay, schön. Heißer Ei, komm rein. Allgemein will ich mal was gucken. Wir gucken mal kurz in den Paldex. Wir haben ja mittlerweile gut nicht alle, diesen Dietpresso haben wir nicht, aber wirklich schon eine ganze Ecke gefangen. Den haben wir noch gar nicht gesehen, Nummer 32, okay. Diese verrückten Kopffinster, okay. Die haben wir zwar schon gesehen, ich glaube, die kamen durch Raids, den haben wir noch gar nicht gesehen. Na gut, nass sind wir ja nur nicht so häufig unterwegs, ne? Begarde, es sind, glaube ich, diese Bienen. Zwie, Sweeper, achso, das ist der Papa von denen, oder wie? Ah, okay, hier fehlen ja noch. Ist klar, gut, wir waren ja noch nicht in allen Gebieten. Wie viele gibt es denn insgesamt? 111. Alles klar. Begegnung 80, registriert 66. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr als ich jemals in Pokémon eingesammelt habe. Okay, auf jeden Fall. Nach den Palzsphären wollte ich gucken. Da wollen wir weiter unterwegs. Definitiv. Die sind immer nicht fertig, wie es aussieht. Oh, danke. Gut, 57 Stück haben wir davon einstecken. Lass mich raten. Er war wieder auf dem blauen. Alles ist ein Klärchen. Wir machen weiter. Wir müssen unbedingt das Level hochkriegen. Das nützt alles nichts. Den porten wir uns hier hin und gehen hier erstmal weiter die Richtung. Das Problem ist halt, ich fange zu wenig Pals ein. Weil die Palzsphären so teuer sind. Man will sie halt ungern verbrauchen. Das ist es mal. Das ist das ganze Problem. Welchen Pal haben wir jetzt hier? Ich wollte den da. So, waren wir bei der Kirche überhaupt schon? Ja, ich glaube, ja. Wir wollen in die Richtung. Hier wollen wir weiter gucken. Essen müssen wir noch eingesteckt haben. Ich habe jetzt ein... Ja, nämlich nicht geguckt. Schön. Ich glaube, hier hatten wir auch so weit eingesammelt. Zumindest das, was ich gesehen habe. Damit wir hier wirklich mal weiterkommen. Ja, ja. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Auch wenn es hier... Soll ich sagen, übelst was Startgebiet aussieht? Wird hier ja wohl irgendwas zu finden sein. Bis auf die Starterpals hier. Was ist das da? Ach, da sitzt ein Typ. So, ich dachte gerade. Da ist noch ein Pal. Einfangen gut und schön, aber ich will halt, wenn auch schon Pals einfangen, die wir noch nicht haben. Hier sehen wir uns noch ein Ei und da ist eine Statue, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Da ist eine Polsphäre. Danke. Die Hirsche, ich glaube, die Hirsche haben wir noch nicht voll, da gucke ich gleich mal. Die brauchen wir zwar jetzt nicht unbedingt, aber gibt halt auch EP, wenn man sie noch nicht voll hat. Okay, dann komm einmal runter von deinem hohen Ross, mein Freund. Pack den mal weg. Das Hühnerei kannst du behalten. Und hau einmal genau ins Geweih. Schön. Und nochmal. Immer Rinder. Ich glaube, nochmal sollte ich unterlassen. Schön. Der sollte drin bleiben. Da ist eine Truhe. Jo, das war 7 von 11. Wir haben noch nicht voll. Waren wir da vorne schon, wo das Lager ist? Nur mal so aus Interesse? Nein. Und hier unten ist ein Boss. Laut Karte. Ein Gumos-Boss. Oder? Warte mal. Oh. Ein Moment. Du kommst mit. Ich meine, ich sehe ihn nicht, aber laut Karte hier... Level 11 Gumos. Den haben wir eh noch nicht voll. Auch nicht mehr wirklich brauchen. Sollte er hier eigentlich sein, auch wenn ich nicht sehe. Was liegen hier für Hühnereier rum, wenn man? Da ist er doch. Ich glaube, bei dem hole ich lieber keinen Pal raus. Der ist Level 11. Ja, ich glaube, sonst ist er ganz schön eine Moose. Öfter sollte ich auch nicht rausschießen.
Sowas wollen wir hier nicht. Keine Faxen. Geh in den Ball und bleib drin. Wieso ist hier mitten in der Pampa? Soll mir recht sein. Ein Level 11er. Okay. Soll mir aber recht sein. Komm, dann fahren wir den 10. jetzt auch noch. Oder auch nicht. Ich glaube, da sollte ich den Bogen benutzen. Besser ist das. Besser ist das. Und die Dinger hier, die brauchen wir überhaupt nicht. Das kannst du gleich hier entsorgen. Genauso wenig wie die Bärensamen. Das haben wir alles in Massen. Schön. Dann gehen wir mal weiter gucken. Hol mal Vogel raus. Sollte ich noch einen Gumos sehen, nehmen wir natürlich mit. Wölfe haben wir voll. Alles nur wegen der EP. Was ist das für einer? Lunaris, Level 32. Wir sind 30. Ich meine, wir könnten es mal probieren. Könnte aber auch gewaltig in die Hose gehen, ne? Das ist die Frage. Klappt es oder klappt es nicht? Erstmal nehmen wir ihn hier mit. Erstmal nehmen wir das mit. Ademo. Das macht hier er hier. Das sind ja nur Fünfer. Okay. Kein Wunder. Da geben sie natürlich sofort aus den Latschen. Klar. Er macht das schon. Siehst du? Hallo, Kumpel. Der ist sogar nur Level 2. Was ist denn hier los? Aber so ein Zwie haben sie da drin, wie es aussieht. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht voll. So, du kannst wieder reinkommen. War ein bisschen übertrieben, den hier auf die 5 und 2 anzusetzen. Aber gut. Wieso ist hier mitten in der Pampa so ein Low-Level-Gebiet? Jupp, das ist der zweite, den wir davon haben. Okay, okay. Hier ist auch noch eine Höhle. Nur mal aus Interesse. Ich weiß, da oben ist der Boss. Aber eins nach dem anderen. Auf welchem Level ist die Höhle? Verschwinden 67 Minuten. Level 13. Alter, wir sind am Arsch der Welt. Wir sind Kilometer weit vom Startgebiet entfernt. Naja, dann gehen wir mal rein, ne? Boss machen wir gleich auch noch. Keine Sorge. Wir haben auch schon lange keine Höhle mehr besucht. Vielleicht ist da ja noch irgendwas, was wir nicht voll haben. Wäre zumindest ein Träumchen. Kommt gar nicht mehr hinterher mit Spawn. Level 8, die Jungs hier, okay. Ey, nur ist gut hier. Sonst hol ich meine Pals raus, Junge. So, Goldmünzen. Ich will ja auch nicht die... Alter, was ist hier los? Er hat hier gerade dezente Ladeprobleme. Die haben wir zwar schon, aber nicht voll. So, die haben wir auf jeden Fall. Alles wegen der EP. Die haben wir auf jeden Fall auch nicht voll. Nochmal kann ich nicht rausschießen. Das ist geht nicht. Den haben wir aber auch sicher, oder? Jo. So, da geht's Richtung Boss, weiß ich. Ich mach mal einmal kurz hier gucken. Hier war noch irgendwo ein Wilderer zugange. Mit was kämpfen die da eigentlich? Mit Futtlern. Okay. Haben wir die Futtler voll? Ich weiß es gar nicht. Kann man ganz leicht testen. Einen Moment. Okay, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Hab ich schon gesehen. Aber auch kurz einen Moment warten. Nee, jetzt haben wir sie voll. Das war der 10. Schön, von da kommen wir. Okay, muss ich mir merken. Die Wutlast haben wir jetzt auch voll. Das ist doch schön. Und wir haben auch fast ein Level ab. Gucken wir erstmal hier. Oh, einmal runter. Ja, komm, mach.
Die Trüche nehmen wir mit. Zumindest entdeckt man ab und zu noch. Einiges Palwild. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Das kann man gar nicht abstreiten. Ich finde bloß den Grind, den wir mittlerweile haben, extrem. Das ist ja nicht nur, dass man extrem Erze braucht und andere Dinge, sondern es zieht sich auch übelst, bis man die Level kriegt, um... Naja, man muss teilweise jetzt ja schon 3-4 Level höher kommen, um überhaupt mit der Palbox weiterzukommen. Ich finde, das zieht sich schon echt übelst. So, den anderen Gang gehen wir definitiv auch noch rein. Und was ich schon gesehen habe, das mache ich schon bewusst nicht mehr. Man kann ja, also wisst ihr ja, mit Safta seine Pokémon, seine Balzen noch verstärken. Mit hier, ich glaube, die erste Verstärkung braucht, glaube ich, 4 oder so. Und dann braucht man nachher schon 16, 32, 64 Pals. Also stellt euch mal vor, wir wollen unsere Bosse, die wir im Team haben. Boah, wie Mama. Schön. Also unsere Bosse, die wir im Team haben, auf Stufe 4 bringen. Dann müssen wir über 100 Mal den Boss fangen. Das ist schon extrem. Oh, sag mal, schläfst du da oder was? Der guckt zu. Das ist zu eng für den Guten hier. Komm mal zurück. Okay, da geht's nicht rein. Da gehen wir noch rein. Und von da kommen wir ja, das weiß ich. So, was haben wir hier? Hier so ein schöner Indiana Jones Tempel verschnippt. Mit dem Erz. Gibt es hier bestimmt noch irgendwo ein Kistchen? Weil Boss dürfte hier nicht sein. Oder? Eigentlich ist der Boss immer da vorne, wo das Wasser ist. Nee, nee, aber hier ist garantiert noch ein Kistchen. Nicht. Also irgendwo ist hier garantiert noch ein Kistchen. Futter haben wir voll. Brauchen wir nicht mehr einfangen? Weil ich glaube, da. Für alle weiteren gibt es zwar auch EP, aber nicht mehr als wenn man es tötet. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Stolzschlüssel, Fäule, warum nicht? Den einmal hier raus. Er hat hier irgendwie leichte Performance-Probleme mittlerweile. Ich weiß nicht warum. Da lagen auch Goldmünzen. Die müssen mit. Ich muss aber echt da vorne, glaube ich, hier sowieso, muss ich bloß darauf achten, dass ich gleich den richtigen Eingang reinrenne. Und dann bin ich mal gespannt, was wir für einen Bogen haben. Boss haben. Schon wieder da. Da hinten müssen wir hin. Weil die spawnen auch ein Rekordtempo nach, ne? Ich glaube, der da hinten war das. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, Jungs. Ihr könnt doch eh nichts. Dancing! So, aber die lassen zumindest ein paar Pals während fallen. Was ist denn hier los, sag mal? Kümmer dich mal drum. Kann man nicht so weitergehen hier. Ich glaube, es ist hier echt zu groß für den Guten. Nee, nee. Da müssen wir... Nee. Ich habe da jetzt extra drauf geachtet. Nein, da... Nee, nee, nee. Das ist der Richtige. Wollen wir gar nicht erst wieder verlaufen hier. Passiert ja schneller, als man denkt. Aber ich will trotzdem jetzt unbedingt auf Level 32 kommen. Damit ich die beiden Skillpunkte kriege. Das denn bauen. Hier müssen wir jetzt so rum. Jo, hier ist das mit dem Wasser.
Weil ich wissen will, was als nächstes kommt. Ich hätte vielleicht Ausdauer aufladen sollen. Schön. So, da wir überall woanders waren, müsste es hier Richtung Boss gehen. Wäre auch schön, auch noch ein, zwei Palze zu treffen, die wir einfangen könnten, die wir noch nicht haben. Und damit meine ich keine Futter, die haben wir voll. Da ist immer noch ein Futter. Nö. Ah, die haben wir, glaube ich, noch nicht voll. Die Daydream. Nein, wieso drehst du dich denn gerade in dem Moment um? Ich wollte doch in den Hintern schießen, Mensch. Oh, man. Ich wollte ihn nicht töten. Ich geh jetzt. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Der hätte sich nicht umgedreht, dann hätte es perfekt geklappt. Man kann nicht alles haben. Die Frage ist nur, welchen Ball benutze ich gleich beim Boss? Ich kann da meinen Großen nicht hinschicken, der killt den Boss. Oh ja, ist recht bei einem Gummoss. Ich glaube, dann machen wir ohne Begleitung, oder? Ja, besser ist das. So, die Kleinen schalten wir mal aus. Wenn wir den eigentlich auch gar nicht mehr brauchen. Wieso lädt er nie nach, wenn er ausweicht? Dieser Ambus bricht mir irgendwann nochmal das Genick. Mit ihren Ladehemmungen. Okay. Brauche ihn zwar nicht. Ey, sag mal, du bist gut hier. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Den haben wir auch. Jo. Ich glaube, die haben wir voll mittlerweile, aber. Jetzt haben wir sie voll. Das war der 10. Siehst du mal. Schön. Haben wir zwei große Gummos. Das ist ein Klärchen. Level up haben wir sogar fast. Das ist doch schon mal ein Träumchen. Dann sorry mal. Also wir haben Armbrustbauplan 2 und Vitalamulett. Was haben wir denn für eine Armbrust? Nur mal aus Interesse. Wir haben die gewöhnliche. Und das ist für die Armbrust selten. Ah, da könnte schon interessant werden. Wir sind jetzt auch mittlerweile kurz davor, auf Schusswaffen umzusteigen. Die kommen rechtlich spät, aber gut. Was ist denn hier los? Mitten in der Nacht? So, gib mal Flattermann her. Wir wollen auch die Bosse noch machen. Hoch mit dir. Die Guten. Ach, das sind Schafe. So, einmal runter. Du wieder weg. Ich weiß nicht, was das für ein Boss ist. Hier steht zwar Level 32 Lunares. Sieht aus wie ein riesen Schaf oder so. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Könnte auch ehrlich gesagt in die Hose gehen. Wir sind 2 Level drunter. Aber mal probieren. Ja, das ist kein Schaf. Das ist Elektro. Okay. Da ist er nicht gut. Da ist er überhaupt nicht gut. Und wir nehmen unseren Corneo. Aber nun lassen wir mal deine Dinger hier stecken. Scheint aber gut dabei zu sein. Also, will ich mich nicht beschweren. Corneo, Pfosten, nix böse. Boss ist böse. Danke. Wow. Jetzt müssen wir der Schwertkämpfer, der Gute.
Ah, Cuneo macht auch kaum Schaden dran. Wow, 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 wow. Ein bisschen aufpassen, ein bisschen. Wir müssen ein bisschen Säulencamp machen. Das ist alles nix. Ah, gut. Na, 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 na. Säulencampen funktioniert zumindest. Oh, gut, ich muss aber sagen, Cuneo wird es nicht schaffen, aber Cuneo hält lange durch. Also. Okay, Cuneo soll erledigt. Probieren wir mal. Na, 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 na. Wir probieren mal Elektro gegen Elektro. Vielleicht geht's ja. Scheint sogar ganz gut zu klappen. Wie es aussieht. Wie sie jetzt. Gut, allzu viel Schaden macht er auch nicht. Aber er macht Schaden. Na, 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 na. Okay, so, warte mal, sonst ist er gleich erledigt. Na, komm. Ja, schön. Den haben wir. Wunderbar. Lunaris. Schaut mal diesem Pal unvorsichtig in die Augen, gelangt man schnell unter dessen Kontrolle. Viele, die einen Lunaris dabei haben. So schnell kann ich die Texte nicht lesen. Aber gut, wir haben unseren Level ab. Wunderbar. Das knallen wir jetzt auch nochmal in Arbeitstempo. Das dauert echt ewig. Ewig, ewig, ewig. So, eigentlich hat es nur einen unserer Viecher zerlegt. Das ist doch eigentlich ganz okay. Das ist doch sehr okay. Also eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Den haben wir auch. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob der was Besonderes gern. Und mal Vogel raus. Warte mal. Mal wieder rein. Das ist ein Fuark, ne? Ich weiß nicht, ob wir die voll haben. Okay. So bringt mir das eh nichts. Ich habe immerhin Ballsaft. Okay. Hätte ja klappen können. Ein Depresso wurde. Oh, ein Depresso. Die haben wir definitiv nicht. Das haben wir vorhin geguckt. Da ist am Strand ist auch irgendwas. Oder was ist das? Das ist eine Katze. Die interessiert mich nicht. Aber da leuchtet doch irgendwas. Nee, das ist das erste Mal unbelastbar. Guckt immer mürrisch. Ach, das sind Rubies. Aber die haben wir, glaube ich, auch nicht voll. Allerdings sie sind so schwach. Ich gehe mal auf den Bogen. Ah, wen wir gleich sehen? Hokrates haben wir, glaube ich, auch nicht voll. Nein, die haben wir nicht voll. Nox haben wir auch nicht voll. Definitiv, ne? Okay, Depresso-Angriffsalarm. Einen Moment. Hey, immer mit der Ruhe hier. Den hätten wir. Der lebt noch? Ich dachte, der wäre tot. Schön. Aber so kann man auch ein bisschen die Level hochpushen, ne? Das ist schon mal gut. Vor allem, weil wir von denen allen nicht allzu viele haben. Hm.
Die sind ein bisschen stabiler, aber für die Armbrust wahrscheinlich noch zu schwach. Dankeschön. Dip-dip. So, und ich komme mal mit. Wunderbar. Schön. Das gab jetzt nochmal einen guten EP-Schub. Jo. Viertel des Levels haben wir auch schon wieder. Das ist doch schön. Warst du jetzt nicht geplant? Aber es ist schön. Und die Statue, dann nehmen wir natürlich auch mit. Nacht ist auch schon wieder rum. Da ist ein Feuerli. Was sind immer die Leute, die hier sitzen, ne? Warte mal, bevor ich die Statue hole. Hier, die Guten. Den wir vorhin aus Versehen erschossen haben. Die haben wir mir, glaube ich, auch noch nicht voll. Nein, haben wir auch nicht. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Bitte. So, das wurde 8. Warte mal kurz. Ist das hier ein Händler? Tatsächlich. Steht hier erstmal ein Händler rum. Kaufen? Was hast denn so Schönes? Halt doch alles selber, Mensch. Junge, du hast nur Mist. Tschüss. So, da vorne war eine Statue. Ich möchte schon gerne mitnehmen. Höhle ist hier auch. Die interessiert mich jetzt aber herzlich wenig. Wir waren eben erst in einer drin. Also ein Dungeon. Aber ich habe hier im Dunkeln noch... Oh Gott, auf wie ich sie jetzt nicht wiederfinde. Wo wir hier am Strand waren. Wirklich eine Statue gesehen. Was ist sie denn jetzt? Das ist so typisch. Ich weiß aber ganz genau, hätte ich die bloß so zuerst mitgenommen. Das ist eine Kiste. Meine Kiste ist auch nicht schlecht, aber wo ist denn jetzt die... Die war genau hier, wo die Höhle jetzt ist, oder? Kann es sein, dass die Höhle da jetzt drauf ist? Weil ich glaube, die war eben noch nicht da. Hier liegt auf jeden Fall noch eine Palsphäre. Oder die war das, die ich im Dunkel gesehen habe. Ist natürlich auch möglich. Affen, die haben wir definitiv voll, das weiß ich. Feuerfüchse, die rennen echt. Guck mal, hier ist noch ein Boss, ein Level 11er. Ein Sweeper. Ah, der mal. Der soll hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Also laut Karte fliege ich genau drauf zu. Da unten. Ah, okay. Und der hat jede Menge Hilfe. Oh, der ist gerade mal Level 11. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich den mit dem Begleiter angreife. Aber Armbrust brauchen wir trotzdem. Ich muss einfach die Kleinen hier ausschalten. Wenn ich die gerne alle einfangen würde. Ich glaube, es ist in einem Bosskampf nicht so toll. Könntest du mal probieren. Danke. Wow, super. Oh, aua. Okay, der ist erledigt. Die ist aber übel. Schön, okay. Aber wir haben zwei gekriegt. Wunderbar. Jetzt bist du dran, mein Freund. Ja, ich kann ja verstehen, dass du sauer bist, wenn ich deinen Nachwuchs klein mache. Aber noch beruhig dich mal wieder. Die leben ja noch. Nein! Raus! Weg! Dich wollte ich nicht. Rüstung beschädigt. Okay. Das ist nicht gut.
Ach, die kriegen wir aber trotzdem noch hin. Na? Ich will da jetzt halt keinen rausholen. Weil ich Angst habe. Die hauen den um. Na, Klaps? Hoffen wir mal. Jo, sehr schön. Den haben wir auch. Wunderbar. Okay, doch mehr Bosse gemacht als geplant. Vor allen Dingen, weil wir jetzt schon wieder 18 antike Bauteile einstecken haben. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. Jetzt ist doch tatsächlich unsere Rüstung leicht litiert, ne? Aber auch nur ganz leicht. Dankeschön. Stoffkleidung Bauplan 1 brauchen wir auch nicht. Von den Kleinen haben wir ein paar eingefangen. Also, wir haben doch schon wieder fast das nächste Level. Das ist doch ein Träumchen. So, die nehmen wir da auch mit. Ich muss halt auch Rüstung im Eimer, einen unserer Palz im Eimer. Aber ich würde schon gerne den Hirsch, muss ich ganz ehrlich sagen, noch einfangen. Die Füchse, das brauchen wir nicht. Den Hirsch haben wir aber noch nicht voll. Mehr rausschießen kann ich nicht. Was? Bei 98% kommt der raus? Ich jetzt? Das bleibt aber drin, oder? Jo, gut, das war mich hier Nummer 8. Schön, den hätten wir dann auch. Hätte ich noch eine Pulse wäre. Oder was ist das? Ja. Schön, dann haben wir doch mehr, als ich eigentlich geplant hatte. Das ist doch schön. Auch wenn wir nur langsam vorankommen, ich versuche halt die ganzen Bosse mitzunehmen, ne? Dann holen wir den Geier raus. Ist das auch noch eine Palzwehre? Starter und ich guck gleich mal zu Hause. Ich muss so oder so nach Hause. Rüstung reparieren und so, das geht nicht anders. Wie viele wir... Und was könnten wir auch hier gucken? 13 haben wir. Wie viele brauchten wir? 15? Ne, 23, glaube ich. Da bin ich so sicher. Die Statue müsste hier irgendwo sein. Ist leicht brummig hier. Und da ist noch eine Truhe. Ja, hier ist die Statue. Die Truhe würde ich aber gerne noch mitnehmen. Pfeile und Goldmünzen. Und ehrlich gesagt, diese Dinossons haben wir auch noch nicht voll, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ah, ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich glaube, den packe ich lieber ein. Das ist ja nämlich gleich Moose. Hey, immer mal in Ruhe. Ich habe keine Rüstung, ja? Nee, die haben wir nicht voll. Gegenangriffe sind nicht gestattet. Nehmen wir den da auch noch mit. Schön. Dann kommen wir jetzt zum Start und dann passt das doch. Jo, also levelmäßig haben wir jetzt gut was gemacht. Die Hühner brauchen wir nicht. Die zwar eigentlich auch nicht, aber wenn es hier schon mal so rumliegt, erstmal nach Hause hier. Kann also nicht weitergehen. Au! Komm eh noch einmal her. Habe ich einen übersehen? Pass auf, was du tust. Na. Ist aber gut hier. So wieder rumzappeln. Lässt sich der Gute nicht treffen.
habe ich es gerade komplett aus dem Konzept gebracht. So, nur halt doch mal still, Mensch. So, Ruhe hier. Was? Du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht. Sön. Immerhin, war auch schon der 8. von 10, ne? Ja. Das ist doch Sön. Wir gehen jetzt trotzdem nach Hause. Wo wollte ich eigentlich auch hin? So, einen Moment. Hier wird Strom und so aufgeladen. Alles gut und schön. Räume. Alles reparieren. Ist das so ziemlich alles beschädigt bei mir? Danke. Schlafen müssen wir ordentlich auch einmal. Aber gut, das ist gerade ein bisschen schwierig. Einmal kurz ausbrüten. Mal sehen, was daraus kommt. Ein Leasepunk Ignis, den hatten wir auch noch nicht. Sucht immer der heißen Pose. Sein Besitzer kann sich auf ganzes Repertoire davon gefasst machen. Ach, immer auf der Suche nach der heißesten Pose. Ach so. Also quasi ein Prollo. Hatten wir noch nicht, das ist so schön. Gab auch gut EP. Und hier können wir jetzt definitiv die zumindest die luxuriöse heiße Quelle. Alter, wir brauchen 20 Zement dafür. Was wir nicht mehr haben, ne? Die können wir schon mal machen. Das war schon mal was. Und dafür brauchen wir halt ESMA Level 32. Was wir aber auch Fass haben. Okay. 20 Zement. Kann ich überhaupt Zement machen? Da ist immer mal 10, ne? Gut, dann mach auf Max. Gibt eine Menge. Aber, dauert auch eine Weile, aber wir kriegen zumindest denn die 20 zusammen. Ich wollte doch ein Ei reinmachen. Eier waren hier. Gewöhnliches Jumbo-Ei. Das ist ein Klärchen. Damit wir die luxuriöse Quelle halt auch mal kriegen. Ja, braucht doch 30 Minuten. Gut. Dann räume ich hier noch ein bisschen die Taschen leer. Das kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt nichts Besonderes mehr. Halt, eine Sache will ich noch gucken. Wegen Armbrustbauplan, bevor ich jetzt Schluss mache. Ich wollte sagen, wir kommen zum Ende, aber da will ich einmal gucken. Ist das unsere Waffenwerkbank? Ja, ne? Hier. Selten. Oh gut, das sieht man so jetzt nicht. Das ist ja die, die wir haben. Ich bräuchte rein theoretisch nur 4 Nägel, was gerade schwierig ist, weil die Werkbank belegt ist mit Zement. Habe ich noch die normale, einfache? Dann haben wir die weggelassen. Die haben wir, ne? Mal einen Moment. So, 2 wenn ja 4 Nägel. Komm, die machen wir schnell selber. Junge, du kannst ruhig jetzt Zement weitermachen. Das brauchen wir. Zum Glück brauchen wir nur 20 für die luxuriöse Dingsebumse. Brauchen die denn eigentlich noch das normale Spaßbad? Glaube ich nicht, ne? Das luxuriöse ersetzt, glaube ich, das normale. Also, würde ich zumindest verstehen. So, oh yeah. Wohlgemerkt, wir haben Produktionsgeschwindigkeit, glaube ich, auf 300 oder 400 sogar. Oder? Arbeitstempo auf 400, ja. Und es dauert ewig. F-Taste Simulator. Aber trotzdem, ich will wissen, die müsste ja stärker sein, in wie viel die stärker ist. Das ist dauert. Das dauert, oh Gott. Obwohl er hier schon mithilft, oder? Nö. Der gammelt vor sich hin. Steht zwar, er will helfen, tut aber nicht. Obwohl, das steht fertig. Alter, wenn er trotz Hilfe so langsam arbeitet, ja, dann Mahlzeit. Okay. Geht das überhaupt weiter, ohne dass ich jetzt drücke? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ich glaube, der backt schon wieder. Ich mach gleich mit. Ich wollte nur was gucken.
habe mir mal die Polbox und zwar unsere neu gefangenen Busse hier. Und den haben wir ja eben aus dem Ei gekriegt. Der ist auch nichts Besonderes. Davon haben wir eh schon ein paar Stück. Hier, der gute. Der Sweeper. Na, so sonderlich stark ist der gute nicht. Mob, Mob, Pop. Das ist die Partnerfähigkeit. Mob, Mob, Pop. Alles klar. Der kann auch nichts Besonderes, ne? Und der hier, den haben wir ja auch gefangen. Level 3 Handwerk, aber ansonsten... Aber ist relativ stark. Und ist gewöhnlich. Okay, ich will unseren Cuneo nämlich raus haben. Dann nehmen wir ihn rein. Dann haben wir hier noch so ein... Das bedeutet, glaube ich, gewöhnlich. Kommen wir ja so langsam der Sache hier näher. Der ist nämlich auch relativ stark im Vergleich zum Cuneo. 287, 222. Ist der hier deutlich stärker? Jo, dann passt das. Gummos, den haben wir jetzt zweimal. Geh. Schön. Natürlich macht er nicht weiter, ne? Natürlich nicht. Eieieiei. Ich will doch nur wissen, wo die stärker ist. Jo, komm her. Mal mit. Müsste ja eigentlich. Obwohl wir wahrscheinlich sowieso demnächst auf Schusswaffen umsteigen. Ich weiß bloß nicht, ob die Pistole, die wir bauen können, wirklich so der Brüller ist. Ne? Pistole ist in den meisten Spielen eher so, ja, man kann es nehmen, muss es aber nicht. Die Armbrust an sich ist eigentlich sehr, sehr stark. Die einzige Sache stört mich nur gewaltig an der Armbrust. Während man ausweicht oder so, lädt er nicht nach. Ich wünschte, die hätte eine Art Autonachladefunktion. Weil man achtet ja nicht immer drauf, ob man gerade einen Pfeil drauf hat. Wir haben es ja fast geschafft. Fast. Dim, 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 dim. Entschuldigung. Nein, da will ich nicht hinzoomen, Mensch. Ich wollte nur gucken, was hinter mir ist. Fast. Wir haben es fast. Das ist meine freie Zeit. Ich glaube, ich sollte mir auch die nächste Mal Reparaturkits bauen. So langsam habe ich das Gefühl, dass hier so ein bisschen... Guck hier, die Werkbank hier zum Beispiel, die 1951 von 2000. Wo ein bisschen Schaden kriegt, ne? Es ist jetzt noch nicht schlimm. So, die Frage, machen das die Pals mit der Reparatur oder muss ich alles selber machen? So, dann kommen wir jetzt zu gleichen. Wo ist sie? Da. Die hat Angriff 406... Und unsere? 280, das ist ja noch ein Riesenunterschied. Das ist ja ein Riesenunterschied. Okay. Dann können wir die normale entsorgen. Halten wir die sehr schön. Gut, dann räume ich jetzt mit dann noch leer. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.